Inka Bause, jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Ich habe wirklich sehr unruhige Zeiten hinter mir. Nach schwierigen Jahren verändert sich viel für Inka Bause. Sie hofft, dass der positive Wandel anhält. In wenigen Tagen feiert Inka Bause ihren 55. Geburtstag. Sie strahlt, sieht glücklich aus. Gegenüber das neue Blatt offenbarte sie, was sie sich am meisten wünscht: Ich bitte das Schicksal, dass meine jetzige Lebensphase genauso bleibt, wie sie ist. Ich habe wirklich sehr unruhige Zeiten hinter mir. Im Moment fühle ich mich endlich wahnsinnig wohl, gelassen und ruhig. Inka Bause lässt ihre Tochter gehen. Doch woher kommt der Wandel zur Zufriedenheit? Obwohl Inkas Tochter aus Berlin weggezogen ist, trauert sie nicht. Das liegt sicher daran, dass ich spüre, wie gut es meiner Tochter jetzt geht. In der Hauptstadt konnte sie nicht glücklich werden. Hier war alles mit viel Vergangenheit belastet, was die Familie angeht. Der Vater ihrer Tochter hat sich 2016 das Leben genommen, Anmerkung der Redaktion, jetzt ist sie weit weg davon in Schweden und wirkt auf einmal so losgelöst. Das macht mich als Mama happy, erzählt Inka. Lieber lässt sie ihre Tochter gehen, statt sie unglücklich bei sich zu halten. Die Frage, ob Inka Bause sich mehr um andere kümmert, als auf sich selbst zu schauen, bejaht sie. Allerdings fügt sie auch hinzu: Aber letztendlich kostet mich mein Geben auch sehr viel Energie. Die Zeit, die sie nun mit ihrer Tochter hat, kann sie viel mehr genießen als früher und das obwohl sie nicht mehr in ihrer Nähe ist. Natürlich habe ich Sehnsucht nach meinem Kind. Ich liebe meine Tochter über alles. Aber zu wissen, dass sie glücklich ist, fühlt sich befreiend an, erklärt sie. Innere Ruhe ist bei Inka Bause eingekehrt. 5 Jahre lang steckte Inka in einer Krise. Ich war oft deprimiert, was wohl auch an den Hormonen lag. Ich musste daran denken, dass ich vielleicht nur noch 20 fitte Jahre vor mir habe. Ich hatte eine Phase, in der ich nachts aufwachte und dachte, lohnt es sich überhaupt noch, ein neues Sofa zu kaufen? Diese schwere Zeit ist jetzt erstmal überwunden. Ich nun meine innere Ruhe gefunden. Ich bin gierig auf das Leben und möchte meine Zeit bis an den Rand voll ausfüllen, nimmt sich Inka vor.